Das ist doch nicht dein Ernst! Wie krank ist das Spiel? Okay, wir machen es einfach scheiße, aber ich will durchwerden, ich hab die Schnauze voll langsam und scheiße. Schnell, säg den Kopf ab! Okay, gib mir deinen Kopf! Ja, ja. Oh, die Geräusche sind auch so eklig. Natürlich haben wir jetzt. Da liegt er ja! Aprikas Kopf, jetzt haben wir wirklich so einen Kopf. Möchtest du ihn abschlecken? Okay, Leute, ich muss das jetzt mal verkraften. Wir haben einen Kopf aufgesagt. Wir haben viele Foltergeräte gesammelt. Wir haben mit Sachen geredet. Ich glaube, ich dreh durch. Ich werde verrückt langsam. Ich werde verrückt. Hallo, Rico. Ich hab gesagt, rede nicht mit mir! Hals, Maultonne. Geh dich vergraben. Fässer, ey. Diese scheiß Fässer, mal. Diese fucking... Das Monster hat gerade gegrölt, wir töten euch oder so. Ein Geist, wie schön! Ach ja, ich hab den Iro und meine Haare zerfallen gerade! Ich muss Haare richten, ich bin so Haare geil! Nein, meine Frisur ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Manchmal trage ich hier Iro, manchmal trage ich was anderes. Ich hoffe jetzt mal, jetzt kommen nicht keine drei Monster, vor denen ich wieder weglaufen muss, die mich one-hitten werden. Hallo Monster, ich bin da, um mich zu... Warum? Hab ich da? Ja, hab ich. Das Monster. Schnell, einfach schnell geradeaus durchgehen, komm. Ich nimm den... Ich nehme einfach das, was er sagt. Ich denke, es wird richtig sein. Ich meine, es ist nur ein Monster. Alles ist gut. Hi, Rico! Halt's Maul. Wieder? Schon wieder? Muss das ehrlich schon wieder sein? Hallo. Hallo. Ich hab gesagt. Okay, wir versuchen das mal. Okay, er lag richtig, finde ich gut von dir, Kento, dass du mitdenkst. Ja. Gefällt mir. Genau deswegen habe ich Leute dabei, die denken ein bisschen mit. Da muss ich nämlich nicht alles machen. Und die Kugel ist fertig. Und jetzt können wir doch durch, oder? Okay, irgendwas passiert da gerade. Ich habe vergessen, die Tür zu schließen, was ein Fehler ist. Okay, er hat was aufgeschrieben. Die Kugel kann die Grenze nicht von allein durchdringen. Etwas muss mit der Maschinerie getan werden. Okay, ja, die Maschinerie war da hinten, die letztes Mal verschlossen war. Wahrscheinlich wird der jetzt die das zerstört sein. Hallo, Rico. Dein Ernst? Wirklich? Ohne Scheiß? Willst du... Komm, gib mir einen Stein. Gib mir irgendwo einen Stein jetzt. Ohne Scheiß, ich zerschlag die Lampe. Okay, hier war doch irgendwo ein Monster. Da rechts. Oder ist es jetzt weg? Ist doch gut. Wir werden dich töten, Rico. Natürlich werdet ihr das. Ihr redet ja auch mit irgendjemandem, obwohl ihr nicht existiert, ne? Da ist ein Stein. Yes! Jetzt ist dein letztes Stück lecker! Mann, sind die stabil. Haha. Halt die Schnauze, ich kann nicht dafür, dass sie so stabil gebaut wurde, den ich scheiß spiel. Dummes Glas, du bist schuld. Dummes Glas, lass die armen Gläser. Wieder Zettel zum Vorlesen. Jeder liebt die Lesestunde. Heute habe ich gesagt, du darfst da hängen. Hä? Hab ich das? Scheiß Dinge, ich nehme die Stein lieber. Hallo Stein. Hallo Rico. Na, heute schon zerstört was? Natürlich Rico, heute werden wir was zerstören, was sehr laut ist. Halt die Schnauze! Dummes Gerät. Scheiße laut und... Fucking Gerät, ey. Es war mir irgendwie klar, dass ich zerstören musste, weil es ja läuft. Es ist ja schon gelaufen. Da kommt Monster. Ich bin nicht da, ich bin eine Kiste. Ich hab grad, du magst Kisten nicht. Oh, es kommt hier rein. Ja, also ich würde auch kommen, wenn ich so gerade eben irgendwas höre, dass irgendwas übelst doll zerscheppert wird, ein Stein gegen irgendwo gegen geschmissen und macht. Ich habe einen Stein, ich werde ihn benutzen. Ey, eigentlich müsste man wirklich einfach so einen Stein nehmen können und eigentlich so ein Fieders voll gegen den Kopf werfen, dann sind sie doch kaum. Ich höre ein Monster. LOL! LOL! Geh mir! Geh weg! Schmeiße, geh weg! Schmeiße. Ich habe einen Stein! Lol, wieso ignoriert es mich? Wow! Wow!
mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein fucking Gott! Oh mein fucking Gott! Haha! Haha! Würde mir stinken, wenn ich tue! Oh Mann, ich bin so geil! High Five, Leute! High Five! Oh Mann, bin ich geil, Alter! Dafür habe ich einen Oscar verdient! Ich habe meinen Oscar verdient, ja? Oh, das kommt schon! Oh fuck! Scheiße, das kommt ja schon, das Monster. Hallo Rico. Halt die Schnauze, Kito. Mano. So, wie geht's hier rein? Lauf da durch. Haha, Monster. Jetzt bist du gar nicht mehr so cool. High Five, Leute. Eindeutig High Five. Ja. Gib mir Five. Beste. Also, das haben wir meisterhaft gelöst. Wir haben das Monster einen Stein an den Kopf geworfen und sind draußen rumgelaufen, wie mutig wir ihn ins Gesicht geschaut haben, ey. War wie der sich am Anfang irgendwas schreit hier. Ein Schalter. Ich drück gleich mal den Schalter und schau, was es ist. Hallo. Ja, meine Kamera dreht für alleine dahin, also muss ich ja mal irgendwie, ne? Okay, hier ist ein Zettel. Wieder irgendwas zum Lesen, Schreiben, bla bla bla. Will doch keiner sehen. Warum kann ich das drücken? Ah! Au! Au! Jetzt sehe ich rot! Au! Muss ich jetzt mal Blut opfern oder was? Lol. Und jetzt muss ich mich hier draufstellen. Ach du Scheiße. Irgendein mystischer Hokuspokus passiert hier gerade. Ich will gar nicht wissen, was. Aber der Raum ist zu klein für Monster. Also nachkommen kann es mir nicht. Ich hoffe es einfach mal. Hier muss ich wahrscheinlich dasselbe tun. Yep. Einmal bitte hier noch drauf. Boah, alles wird voll dunkel, ey. Ich glaube, du hast du irgendwas zum Fressen oder so, also zum Nehmen. Boah, boah, boah! No. Hab ich kaum bei Bewusstsein, ja. Ey, das Pfeifen, ey. Jetzt geht's mir wieder gut. Wow! Komm schon, Junge! Du schaffst das! Wir müssen hier raus! Junge, alles hängt von dir ab! Stell dich wieder! Oh, komm schon! Wow, Junge! Ah. Oh, hier ist wieder so viel Schleim. Scheiß drauf, komm, gib ihn. Schnell durch. Voll aufs Gesicht, Alter. Was willst du, hä? So, Rainer, Kugelkammer. Wir haben es gleich durchgespielt. Ich hab's in den Fingerspitzengefühl, Leute. Wir sind kurz vorm Ende. Oh mein fucking Gott. Ich habe mich gefragt, ob du aufgetauchen würdest. Wie ich sehe, konnte dich Agrippa davon überzeugen, einige Aufträge auszuführen. Sag mir, ist jetzt alles klar? Bin ich der Bösewicht? Bist du definitiv gut oder böse? Wie einfach sich das anhört. Doch das ist es nicht. Bist du so blind, dass du nicht Gutes in mir siehst? Was ist an dir gut? Was ist an dir gut, Junge? Du hast Menschen gefoltert, du hast perverse Dinge voll... Okay. Perverse Dinge vollbracht, du bist nackt und schwebst herum. Wie psychopathisch muss man sein, mit so einem Mini-Schwanz vor allem. Junge, komm erstmal klar auf dein Leben. Jetzt habe ich es ihm gegeben, Alter. Das Maß ist instabil und umkriegbar. Ich glaube, jetzt ist er bockig auf dich. Jetzt ist er bockig. Ich muss ihn zum Weinen. Aber dass er sich hinter so Pussyflammen verstecken muss. Okay, was muss ich machen? Ah, den Kopf. Das Portal hat sich noch nicht geöffnet. Ach stimmt, er hat ja gesagt, wir sollen den Kopf dann, bevor sich das Portal öffnet, also wenn es sich öffnet, den Kopf reinschmeißen schnell. Das heißt, wir müssen jetzt nichts anderes tun, außer warten. Dann tun wir das einfach mal. Ich fülle dabei mein Öl auf. Okay, voller Leben bin ich. Dann laufe ich ein bisschen rum. Also jetzt könnte ich eigentlich nur erzählen. Ja, okay. Ich würde jetzt sagen, das ist das Ende, weil wir haben keine Sachen mehr. Er ist der Hauptgrund, wo wir hin mussten. Und ich würde sagen, das wird dann das Ende sein. Ich nehme es einfach mal an. Ich muss sagen, Amnesia ist ein hammer geiles Spiel. Also man muss viele Sachen aufmachen, muss vieles erforschen, man muss Sachen sammeln und lösen. Sowas ist Hammer. Also ich liebe solche Sachen. Nur wenn da so widerliche Dinge geschehen, da kriege ich Gänsehaut, Ekel. Alter, wie pervers muss das sein? Ich meine, schaut euch den mal an. Das ist doch richtig.
Also das Spiel an sich hammergeil, nichts zu sagen. Ich freue mich auch. Yes. Siehst du das, Daniel? Eine ganz andere Welt. Dieses Nichts wunderschön. Ich kann endlich zurückkehren nach Hause. Das werde ich mit zwei. Aua. Schnell, Kopf rein. Glaube ich geht noch nicht, oder? Das Portal wird sich sehr bald öffnen, siehst du? Jetzt. Nein, Dula, du hast alles ruiniert. Oh doch, wir haben alles gerettet. Das war der richtige Weg. Stirb. Ja, was wäre aber auch passiert, wenn du das nicht gemacht hättest? Ich weiß es nicht. Ah, oh, scheiße. Was? Tot? Wieso tot? Ey, nee. Das ist doch nicht dein Herz. Ich bin doch jetzt nicht tot. Ach so, es geht noch weiter. Hab grad schon gedacht. Na, ich dachte auch gerade, das wäre scheiße, ne? Da ist er. Kannst du ihn sehen, weil er verdient so viel mehr. Er meint mich? Bitte hilf ihm. Ich weiß, dass du es kannst. Ich kann auch noch viel mehr. Heute gibt's eine Gurke. Alles wird gut. Keine Sorge, Daniel. Alles wird gut. Das ist supi. Also hat vielleicht doch noch ein Happy End. Würde mich ja ehrlich gesagt freuen. Weil ich habe mir ein Happy End erwartet und ich hoffe einfach mal jetzt drauf und wir sehen's gleich. Das war's? Man weiß nicht, was passiert. Er stirbt von der scheiß Blase, weil es was zu macht. Und dann heißt es ja, alles wird gut. Hä? What the fuck? Okay, das Ende ist verdammt scheiße. Aber ich muss sagen, das Spiel ist an sich hammergeil. Mir hat die Story gefallen, auf jeden Fall. Es war zwar nicht viel Horrormomente da, es gibt schon schlimmere Spiele, definitiv. Aber es waren schon ein paar Horrormomente da und dafür, dass ich so leicht erschreckbar bin, war es schon richtig gut. Ich hatte schon Gänsehaut, merkt man immer noch. Ich habe Gänsehaut ohne Ende, zittern tue ich immer noch. Die Nerven sind blank bei mir, das Spiel war hammergeil. Mehr kann ich eigentlich nicht sagen dazu. Ich danke an den Abonnenten, die mir gesagt haben, ich soll spielen und antesten. Mir gefällt's sehr, ich find's hammer. Ich werde mich auch an Custom Stories ranhängen, wenn ihr Custom Story für mich habt. Scheißegal wie gruselig, ich spiele sie, weil das Spiel ist geil. Und wenn Custom Stories genauso einen Sinn ergeben, vielleicht sogar noch mit einem coolen Ende. Eine coole Geschichte, cooles Ende, wo man nicht unbedingt drauf geht und dann irgendwas passiert, wo man nicht kapiert. Aber sowas würde mich freuen. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei einer Custom Story beim nächsten Horror Game. Wenn ihr eins habt, ab in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ich werde die Horror Game spielen, egal wie klein meine Nerven sind oder wie schreckhaft ich bin. Ich bin zwar extrem schreckhaft, aber ich fürchte mich nicht von irgendeinem billigen Horror Game. Ich habe zwar schon im Moment richtig Schiss, aber da gibt's dann doch den Modus Autosave und nichts aufnehmen. Deswegen schickt mir Horror Games, egal wie schlimm sie sind. Schickt mir Castle Stories, egal wie schlimm sie sind. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Und ich sag Akito, danke fürs Mitmachen, fürs Zuschauen. Du warst ja häufig dabei. Und ich freue mich, dass du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Okay, hallo, bye. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Das war Amnesia The Dark Destiny. Tschüss. Tschüss.